Hallo und herzlich willkommen zum Waghäusel-Talk-Podcast. Von, über und an BürgerInnen der großen Kreisstadt Waghäusel. Was im Jahr 2021 mit 14 YouTube-Sendungen begonnen hat, findet hier im Podcast nun seine Fortsetzung. Und für alle, die sich fragen, wo Waghäusel eigentlich liegt? Die große Kreisstadt liegt im Nordbadischen zwischen Mannheim, Karlsruhe und Heidelberg, unweit vom Hockenheimring. Menschen aus Waghäusel berichten über interessante Dinge und es muss nicht immer Politik sein. Wir sind eine unabhängige Produktion und freuen uns auf Feedback. Gerne an studio@waghäusel-talk.de. Einen wunderschönen guten Nachmittag, guten Abend, gute Nacht, guten Morgen, immer dann, wann ihr die Sendung hört. Und bevor wir heute mit der Sendung mit der Sonja Herberger beginnen, hier noch ein kleiner Nachtrag vom Wochenende zum Thema Bürgerentscheid. Am Wochenende war ja die Wahl am Sonntag und da wollen wir jetzt das Wahlergebnis hier mitteilen für alle, die nicht mehr in Waghäusel leben. Als Information, es waren wahlberechtigt 17.039 Personen. Es waren 8.283 Wähler und Wählerinnen wählen. Das bedeutet eine Wahlbeteiligung von 48,61%. Dabei entfielen auf das Wort Ja 27,12% und mit der Stimme Nein 72,88%. Das bedeutet, sie sind dafür, dass stadteigene Grundstücke zur Errichtung eines tiefen Geothermiekraftwerks oder für andere Unternehmungen mittels Tiefbohrungen überlassen werden. Es wurde mit Nein gestimmt. Das zu diesem Ergebnis. Was viele aber nicht wissen ist, dass wir in Waghäusel sowas Ähnliches ja schon einmal hatten. Es war 1974. Und dazu würde ich jetzt gerne den Zeitzeugen, unseren Ehrenbürger Robert Straub anrufen, ob er uns da vielleicht einfach mal mit auf diese Zeitreise nimmt und auch den Inhalt erklärt. Dann rufen wir da jetzt mal an. Herr Straub. Hallo Herr Straub, Steffen Hoffner von Waghäusel Talk hier. Vielen Dank, dass wir Sie anrufen dürfen. Herr Straub, 1974 gab es ja schon mal eine Volksabstimmung bzw. ein Bürgerbegehren, nämlich zu dem Thema der Name unserer heutigen großen Kreisstadt Waghäusel, der eigentlich ja Lusshardt heißen soll. Wie war das damals, Herr Straub? Sagen wir mal so, die Fusion selber, die war ja bei uns drei Gemeinden sehr umstritten. Über den Inhalt nachher der Gemeindeverfassung, da gab es keine große Diskussion. Da waren wir uns einig, dass wir einen Bürgermeister wollen, einen Gemeinderat, ein neues Rathaus in Waghäusel. Und auch über den Namen gab es überhaupt keine Diskussion. Ich weiß nur noch, von woher der Name Lusshardt kam. Der war plötzlich da und niemand hat was anderes gesagt. Damals ging man davon aus, dass es eigentlich Lusshardt heißen soll. Bürger haben entschieden, wir wollen das nicht. Ist das richtig? Interpretiere ich das richtig? Der Name Wiesenthal war unmöglich und der Name Kellach war unmöglich, weil beide gleich groß waren. Von Waghäusel selbst kam kein Vorschlag, auch nicht vom Bürgermeister. Und von Kellach und von Wiesenthal hat kein Gemeinderat an Waghäusel gedacht. Und dem Fusionsvertrag hat ja nachher in der Gesetzgebung auch der Landtag zugestimmt. Sodass also auch in diesem Fusionsvertrag durch den Beschluss des Landtags der Name festgelegt war. Und im Nachhinein haben dann von den Waghäuser Gemeinderäten, da gab es so ein Gremium von drei, die zusammenhielten, kam da die Frage, ob man nicht auch den Namen Waghäusel nehmen könnte. Aber erst, nachdem also alles beschlossen war und wie wir im Nachhinein festgestellt haben, gab es zu dem Zeitpunkt sogar schon Landkarten vom Land gedruckt, in dem der Name Lusshardt war. Der Name Waghäusel in die Diskussion gebracht wurde in dieser letzten Versammlung nach dem Fusionsvertrag schon gültig war, hat in dieser Sitzung überhaupt keine Diskussion oder hitzige Debatten gegeben. Mhm. Der Name Waghäusel war da. Und alles hat fast gestanden, warum man nicht selbst auf den Gedanken gekommen war.
das Gremium hat beschlossen, wir machen Volksbefragung. Die wurde durchgeführt. Ich kann mich nicht erinnern, dass da für eine oder andere Sache Werbung gemacht wurde. Das war ein Selbstläufer. Mhm. Und am Ende stand also da mit über 90% der Name Waghäusl. Ja, also ich darf mal ganz kurz aus dem Heimatbuch auch ganz kurz rauslesen. Der vom Fusionsausschuss bei seiner ersten Sitzung beschlossene Name Lushardt stieß in der Bevölkerung auf wenig Gegenliebe. Eine im November 1974 in allen drei Orten durchgeführte Bürgerbefragung ergab eine überwältigende Mehrheit von 90,8% für den Namen Waghäusl. Also so, wie Sie es auch eben gesagt haben. Ja, also ich glaube, damit haben wir wieder eine tolle Sache mal weitergegeben. Das wussten viele nicht. Ich wusste es selber bis letzte Woche tatsächlich auch nicht und habe durch den Arthur davon erfahren. Herr Straub, vielen Dank, dass Sie uns da aufgeklärt haben. Ich wünsche Ihnen alles Gute. Bleiben Sie gesund. Ja, Ihnen auch. Und wenn das halt jetzt Ihnen weiterhilft, dann bin ich froh. Absolut. Es liegt ja ein halbes Jahrhundert zurück. Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und wenn wir nochmal eine Frage haben, die in die Zeit geht, darf ich Sie doch sicherlich wieder anrufen. Also vielen Dank. Herr Straub, und vielen Dank. Gute. Alles Gute, gell? Danke. Tschüss. Und ich würde sagen, wir fahren mit der Sendung fort. Willkommen zum heutigen Waghäusl Talk. Vor mir sitzt eine sehr jung gebliebene 72-Jährige. Sie sieht aber aus knapp über 50. Sie staunt darüber. Es ist Sonja Herberger. Sonja, herzlich willkommen bei uns. Guten Abend. Und ich denke, meine erste Frage ist an dich. Du hast ja sehr, sehr früh mit dem angefangen, um das es heute geht, nämlich um deine ehrenamtliche Tätigkeit und deine Aufgaben, die du in Vereinen und in der sozialen Arbeit wahrgenommen hast. Kannst du uns sagen, wann das angefangen hat? Ja, eigentlich war es so, dass früher ist man ja nach der ersten Heiligen Kommunion entweder also zur KJG, die Buben in Extragruppen, die Mädchen in Extragruppen. Und da war ich natürlich dann auch in diesen Gruppenstunden. Und habe dann recht früh mit etwa 16 Jahren selbst als Gruppenleiterin eine Mädchengruppe übernommen und war da sehr viele Jahre dann aktiv. Wir haben wöchentliche Gruppenstunden, hat sich das genannt, abgehalten und sehr viele Freizeiten, die ich dann mit anderen Gruppenleiterinnen zusammen organisiert und durchgeführt habe. Kann man das sagen, dass diese frühe Zeit für dich so etwas Ähnliches wie Lehrjahre waren, von denen du heute vielleicht noch zehrst, was du dort gelernt hast in Führungsaufgaben bei diesen Mädchen? Ja, das kann man so schon sagen. Wobei sich natürlich einiges geändert hat. Damals hat man noch überhaupt nicht diese Auswahl gehabt, was man unternehmen konnte. Wir Mädchen oder auch die Buben, wir waren darauf angewiesen, eben in diese Gruppenstunden zu gehen. Heute sind, ob das Vereine ist oder eben Wawiki oder was weiß ich was alles, so viele Möglichkeiten, dass das ein bisschen sich verändert hat. Aber für mich selber war das schon Lehrjahre, genau. Und kann man sagen, gibt es heute noch diese katholische junge Gemeinde, so heißt es wohl, nicht exakt? Oder sind diese Gruppen gänzlich verschwunden? Also ich wüsste überhaupt nicht, dass es sowas noch gibt. Die Pfadfinder gibt es noch und die Ministranten. Heute gehen ja sehr viele Mädchen dann zu den Ministranten. Aber diese katholische junge Gemeinde in dem Stil gibt es also bei uns zumindest nicht mehr. Du bist ja dann sehr schnell zunächst einmal Lehrerin geworden für HHT und dann umso schneller sogar noch ein Aufbaustudium gemacht und wurdest dann Sonderschullehrerin und bist dann hier auch in der Region als Sonderschullehrerin tätig gewesen. Ja, in Philippsburg. Damals hat es geheißen Sonderschule für Lernbehinderte. Heute ist es Förderschule und zwar die Nikolaus-von-Myra-Schule in Philippsburg. Und da hast du nun eine Klasse betreut. Und ja, wie hast du diese Zeit in Erinnerung? Es war eine sehr schöne Zeit. Es war allerdings auch sehr anstrengend. Es waren sehr viele unterschiedliche Kinder in diesen Klassen. Ob das nur Lernschwache waren oder halt sehr sozial auffällige Kinder waren. Aber es war insgesamt, waren es tolle Jahre. Es hat mir Spaß gemacht und ich würde es nicht missen wollen. Das heißt, der Ausstieg aus diesem Beruf ist mir sehr schwer gefallen. Ja, das heißt, schwer gefallen und du hattest eben andere Verpflichtungen dann, warum du dann so nach rund 8 Jahren aus dem Schuldienst dann ausgeschieden bist. Was war da der Grund?
Also ich habe mich beurlauben, nicht anders vielleicht. Ich konnte ohne weiteres meinen Schuldienst versehen, da ich meine Eltern sich um meine Kinder gekümmert haben. Ob das Kindergarten abholen ist, das Mittagessen für die Kinder. Damals war ja noch Kindergarten bis 11:30, ab 13:30 wieder. Das eine Kind wieder in den Kindergarten bringen und so weiter. Ohne meine Eltern wäre das so nicht möglich gewesen. Und dann wurde meine Mutter krank und ging eigentlich recht schnell, dass sie viel Unterstützung gebraucht hat. Und dann habe ich mich beurlauben lassen. Und da sich der Gesundheitszustand eigentlich immer mehr verschlechtert hat von meiner Mutter, habe ich mich dann entlassen lassen vom Schuldienst. Was natürlich dann ein Gewinn war für den Verein, wo du dich dann sozusagen aufgerieben hast, so würde ich das schon nennen. Denn wenn man guckt, was du so alles bei den Zwölfern geleistet hast, da kann man schon sagen, war das ein Glücksfall für den Zwölfer, dass die Sonja Herberger aus dem Beruf ausgeschieden ist. Was hast du denn da so alles bei dem Zwölfer gemacht? Also ich habe das jetzt mal als allererstes sehr gern gemacht. Das war also keine Leistung in dem Sinn, sondern es war ein Hobby, würde ich sagen. Ich wurde dann sehr schnell Abteilungsleiterin bei der Frauengruppe. Diese wurde 1975 beim Zwölfer gegründet. Vorher war das ja ein reiner Männerverein. Und dann, die Luitgard Gröner war da zum Beispiel mit Mitstreiterin, sehr maßgebend, dass diese Frauengymnastikgruppe gebildet wurde und gegründet wurde. Ich habe dann mit der Luitgard Gymnastik gemacht mit den Damen. Luitgard ist dann ausgeschieden, relativ später kam dann die Karin Selsler dazu, Margit Berger, Marianne Schulreich und so weiter. Viele Jahre war ich da Trainerin. Parallel dazu habe ich angefangen, auch mit einer Mädchengruppe Gymnastik, Sport zu machen. Das ging auch viele Jahre. Parallel dazu war ich dann noch Abteilungsleiterin von dieser Gymnastikgruppe. Abteilungsleiterin in einem Männerclub. Haben das die Männer mit dem Zwölfer immer die Frauen ernst genommen? Gab es da auch mal Reibungspunkte dann? Oder kannst du sagen, von Anfang an waren das lauter Gentlemen, die uns da toll aufgenommen haben? Ich glaube, am Anfang wurde es etwas belächelt, als diese Gymnastikgruppe gebildet wurde von den Frauen. Naja, jetzt brauchen die auch da so etwas. Ne? Aber die haben relativ schnell gemerkt, dass diese Frauen eine wahnsinnige Unterstützung und Bereicherung des Vereins waren. Ob das jetzt bei Straßenfesten, ob das bei Sportfesten waren oder sonst was. Die Frauen haben immer geholfen. Ohne diesen Zulauf zur Frauengymnastik wäre das natürlich nicht gegangen. Dann wären es nur so ein paar Frauen gewesen, deren Männer da aktiv waren. Und so haben viele Frauen, die sich an der Gruppe engagiert haben, mitgeholfen. Dann haben die uns sehr wohl auch unterstützt, wenn wir eine Frage gehabt haben oder ein Anliegen hatten oder auch mal Geld locker machen sollten, weil wir Geräte brauchten. Da wurden wir dann schon ernst genommen. Das höre ich natürlich als Mann, als emanzipierter Mann natürlich sehr gern, dass man auch ein Lob kriegt. Also mit anderen Worten, es war ein Gewinn. Und natürlich du auch ein Gewinn. Du hast gesagt, du wurdest dann sogar Abteilungsleiterin. Mhm. Und als solche hast du dann auch in diesen Jahren, viele Jahre lang, im Ferienprogramm der Stadt teilgenommen. Wie organisiert man sowas? Also da war relativ lange Jahre maßgebend der Kurt Klump, der ja überall seine Fühler ausgestreckt hat und Häuser gefunden hat, die hat er dann eigentlich gebucht, wurde dann, ob das jetzt eine Herbstfreizeit war, die dann nur eine Woche ging, Sommerfreizeiten gingen dann 14 Tage, sind wir dann auch ins Ausland gefahren. Es war halt dann praktisch die Betreuung, du musst dann Mädchen und Buben für die ein Programm anbieten, gleichermaßen interessant ist. Ja. In der Herbstfreizeit, aber ich muss dazu sagen, wir haben immer noch Leute dabei gehabt, die mitgeholfen haben. Ja. Ja. In der Herbstfreizeit geht es relativ schnell, da eine 8 Tage bringst du gut rum. Und in der Sommerfreizeit war es dann oft so, dass mein Mann, der hat Tenniskurse dann angeboten. Dann war auch teilweise Reitermöglichkeiten dazu, also Reiterferien. Und dann mussten natürlich Abendprogramm
organisiert werde. Was können wir heute Abend für Spiele machen? Was können wir unternehmen? Ja. Also da muss man sich im Vorfeld schon viele Gedanken machen. Ja, aber ich denke, jetzt haben wir da verschiedene Dinge durcheinander gebracht. Also sortieren wir nochmal. Wir sortieren einmal das Ferienprogramm der Stadt Waghäusel, wo du für den FV tätig warst. Wir haben dann als nächstes von deinen Programmpunkten, die du gemacht hast, die eigentlichen Freizeiten. Mhm. Dazu gehört ja auch im Winter die Skifreizeit, wo du ja auch eingebunden warst. Und dann natürlich auch noch das Straßenfest, wo man dabei sein musste. Also du hast sozusagen den ganzen Jahr über mit dem FV zu tun gehabt. Ja. Das Ferienprogramm von der Stadt, da haben wir nur 2 Tage ein Angebot gemacht gehabt, dann immer. Ja, ja. Ja. Und das aber auch über viele Jahre hinweg. Ja. Es läuft heute noch. Auch heute noch läuft es. Das läuft heute noch. Das machen jetzt die Nachfolgerinnen von mir. Ach so. Ja. Das heißt also, es waren, wenn ich das recht sehe, so wohl mehr als 20 Jahre, wo du in den vielfältigen Bereichen des Zwölfer also tätig warst und im Nachhinein von dir jetzt beurteilt, wie fühlt man sich nach so langer Zeit in einem Verein? War man da gut aufgehoben? Ist es auch so, dass da auch das anerkannt wurde von Seiten des Vereins? Hat man sich da immer auch gut aufgehoben gefühlt, wenn man als Frau so viel Zeit investiert hat? Oder hast du nicht manchmal gedacht, ein bisschen mehr Dankeschön wäre auch recht? Nee, also das kann ich jetzt so nicht sagen. Natürlich sagen die nicht, danke, dass du das machst, vielen Dank und so weiter. Aber man hat schon gemerkt, dass es anerkannt wird oder gerade zu meinem Geburtstag oder so, dass sie sich dann da, wenn sie gratulieren, nochmal herzlich bedanken für deine Arbeit und ein paar Blümchen bringen und so weiter. Und ich finde, es reicht eigentlich schon. Das ist bescheiden, eine bescheidene Antwort. Ja. Denn ich habe eigentlich immer vermisst, liebe Sonja, bist du eigentlich schon Kienholzfrau? Nein. Das geht über die Botschaft ins Äther, in das Äther hinein. Hier haben wir eine vergessene Kienholzfrau, hier... Arthur, vielleicht solltest du mal unterscheiden zwischen dem Zwölfer und dem Kienholzclub. Ja? Das ist ja eigene Abteilung. Ja. Also du bist da gleich bereit, das zu entschuldigen, dass man dich da wohl vergessen hat. Nach meiner Auffassung, man hat dich vergessen. Ich stecke dafür die Dresche jetzt ein. Im Voraus mache ich das schon. Aber jetzt auf ein anderes Gebiet, das natürlich dich insbesondere geprägt hat, das ist die soziale Arbeit, die du schon auch während der Zeit, wo du beim e.V. aktiv warst, nicht nur jetzt in der AWO, sondern generell gemacht hast. Und da möchte ich besonders mal hervorheben, deine Arbeit in deinem Seniorennachmittag, der innerhalb der Arbeiterwohlfahrt ja ein fester Bestandteil deiner Aktivitäten ist. Also der Seniorennachmittag, wir sagen inzwischen das Seniorencafé, etwas moderner, der existiert schon seit Jahrzehnten. Der wurde also immer von Frauen ehrenamtlich geleitet. Vielen wird dann noch die Irmgard Schumacher bekannt sein, die es auch über Jahre hinweg gemacht hat. Bei ihr bin ich dann eingestiegen, als sie es einfach gesundheitlich auch nicht mehr so gemeistert hat. Und habe eigentlich gedacht, ich helfe da ein bisschen mit. Und was war? End vom Lied mache ich das jetzt seit, ich weiß es gar nicht, ich komme gar nicht mehr drauf, wie viele Jahrzehnte bald es schon mache. Und ich mache das gerne, aber es zehrt auch, muss ich schon sagen. Es ist immer 14-tägig. Ja, wie muss man sich das vorstellen? Was musst du da vorbereiten? Sitzen da die älteren Leute nur da und halt ein Händchen, bringt ihr halt ihren Kaffee? Oder wie muss man sich das vorstellen? Normalerweise beginnen wir um 14 Uhr. Montags, 14-tägig, um 14 Uhr. Inzwischen sind die Damen fast alle 13.30 Uhr schon da, weil sie merken, ich bin da, denn ich muss ja Vorbereitungen machen. Und ich sage dann auch immer, setzt euch hin, ich kann mich nur noch nicht mit euch beschäftigen. Ja. Mhm. Punkt 14 Uhr wird Kaffee ausgeschenkt und Kuchen verteilt. Jahrelang habe ich alleine den Kuchen gebacken. Dann haben sich viele Freundinnen von mir bereit erklärt, Kuchen zu spenden, die dann gebacken haben. Und auf einmal haben die Seniorinnen, die Gäste, die da kommen, selber von sich aus gesagt, ich habe Geburtstag, ich bringe dann Kuchen mit.
Und es hat sich so eingebürgert. Ich sage zwar immer, ihr könnt es ja zusammen machen, aber sie sind so, ich will es alleine machen. Und es heißt, inzwischen bringen die immer selbst Kuchen mit und spendieren den. Danach, nach dem Kaffee trinken, wird natürlich ein Geburtstagslied gesungen für die, ein Gläschen Sekt getrunken und dann kommt ein bisschen Programm. Und da wechseln wir ab. Liebe Sonja Herberger, kommen wir nun zur, ich darf jetzt schon mal sagen, traditionellen Fragerunde, entweder oder. Das heißt, der Arthur hat sich hier eine ganz tolle Frage ausgedacht. Er wird dich fragen, du entscheidest dich für ein für das eine oder das andere und darfst das auch gerne begründen. Arthur? Es geht los, liebe Sonja. Die erste Entscheidung ist für dich Mittelmeer oder lieber Nordsee? Nordsee, natürlich. Das begründest du uns auch. Ich bin vor vielen, vielen Jahren auf Sylt zur Kur gewesen und habe mich sofort in diese Insel verliebt. Dieses Klima, diesen Wind, diese Wellen, die haben mich einfach fasziniert. Mein Mann kam die letzten paar Tage, hat mich abgeholt und dann habe ich gesagt, du, könnten wir da in Urlaub hierher gehen? Und dann wurde das ab sofort unser Urlaubsziel. Eine Liebe also. Ja, die Liebe, genau. Die nächste Entscheidungsfrage ist, Wiener Schweineschnitzel oder Tofuschnitzel? Keines von beiden. Lieber ein Gemüseplatte oder so irgendetwas. Ich bin kein Fleischesser und Tofu mag ich eigentlich auch nicht. Aber wenn du sagst, du gibst mir einen guten Gemüseplatte, da bin ich dabei. Gut, dann schwimmen oder Radfahren? Schwimmen. Warum? Ich habe Probleme mit dem Knie und beim Radfahren immer dieses Anwinkeln und Strecken. Da tut mir mein Knie hinterher viel mehr weh und im Wasser wird es also alles sehr locker und entspannt. Ah ja, deshalb sehe ich dich nie Radfahren. Wellnesshotel oder Kreuzfahrt? Wellnesshotel lieber wie Kreuzfahrt. Ich mag nicht unbedingt aufs Schiff. Danke. Winter oder Sommer? Naja, würde ich nicht wieder sagen Frühling oder Herbst. Kann ich dich auch fragen, Frühling oder Herbst? Frühling. Warum? Ja. Es ist noch nicht so warm, noch nicht so heiß wie im Sommer, aber auch noch nicht so extrem kalt, wie eben im Winter war. Ich mag es nicht heiß, mag es aber auch nicht sehr kalt. Wobei trockene Kälte dann noch geht, aber keine feuchte Kälte. Hund oder Katze zum Schluss? Hund. Warum? Weil ich gegen Katzen allergisch bin. Oh ja, das ist klar. Ganz schlicht und einfach. So, wir fahren dann weiter und gehen jetzt nochmal ein auf deine Arbeit in der Arbeiterwohlfahrt, also weg von deinem Seniorennachmittag, den du ja schon sehr lange machst. Aber du bist genauso natürlich im Ortsverein auf anderen Ebenen auch aktiv. Also ich erinnere mich daran, dass ich wieder frisch gebacken von meiner ersten Dienststelle Rheinfelden hierher in die Heimat kam, an die Hebel-Realschule. Und dann hieß es plötzlich über den Lautsprecher, und jede Klasse wurde das damals übertragen, dass da jemand von der AWO da ist und da macht eine Haussammlung. Und dann wurde aufgefordert, dass sich doch die Lehrer melden, die mit ihrer Klasse an dieser Haussammlung teilnehmen. Und dann bin ich in der Pause hoch und wen sehe ich da? Die mir bis dahin noch unbekannte Frau Herberger. Und die hat dann einen Stift in der Hand und rack, zack, wurden wir da von ihr kommandiert, dirigiert. Das ging ruckzuck und wir hatten unsere Straßen zugeteilt. Allerdings fehlten noch eine Menge. Die Schüler waren nicht gerade sehr begeistert, obgleich sie etwas an Trinkgeld bekommen haben dazu. Ja, das war meine erste Begegnung. Und die erste Begegnung, dass du in der AWO etwas machst. Was hast du dann in diesem Verein denn so alles in die Gänge gebracht? In die Gänge gebracht habe ich eigentlich gar nichts, sondern ich bin immer nur eingestiegen, was schon gelaufen ist. Ja. Arthur. Mein Mann, das weiß ja jeder, ist AWO-Vorsitzender und da hat es dann geheißen, da ich im Unterricht bin, selber in der Schule, kann ich nicht in die Schule. Hier, Frau, hast du die Zettel und geh bitte, ich habe das angemeldet in der Realschule, geh bitte in die Schule. Also, eine brave Ehefrau macht das. Also, so und hat es natürlich gut gemacht. Denn so habe ich das dann gemacht. Ja. Ne? Und die
Schüler kamen dann auch nach Hause zu mir und ich habe dann mit denen zusammen, die Sammelbüchsen sind ja verblombt gewesen, habe in deren Beisein die Blomben geöffnet, das Geld kam raus, in ihrem Zusammensein gezählt und danach haben sie dann einen kleinen Obolus bekommen und das war natürlich Stundenarbeit immer, bis jeder da war. Ja. Bei manchen muss man das öftere nachfragen. Ja, kann ich nachvollziehen, habe ich auch selbst so erlebt. Meine Frage ist, irgendwann schlief diese Haussammlungen ein und du kamst auch nicht mehr an unsere Schule. Lag es an dir, dass die Haussammlungen aufgegeben wurden oder was war da die Ursache dafür? Wir haben keine Leute mehr gefunden, die sammeln wollten. Die Schüler wollten das nicht mehr machen. Oder sehr viele haben sich geweigert. Die haben sich in der Schule gemeldet. Ich nehme an, das war der Druck oder der Lehrer. Ja, 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 kann man aber sagen. Dann kamen sie gar nicht oder kamen mit der leeren Dose. Nee, wir sind nicht rumgelaufen und so weiter. Es haben oft auch Ältere von uns vom Verein gesammelt, aber die meisten waren ja berufstätig. Ja. Und so ging es dann eigentlich, dass es inzwischen nur noch aufgerufen wird im Mitteilungsblatt, dass jetzt, was momentan ja ist, jetzt ist ja gerade die Sammelwoche, dass jetzt die Sammelwoche für die AWO ist und man kann dann Geld überweisen, was natürlich auch oft ist, dass einfach ein Kuvert eingeworfen wird mit, von mir aus jetzt mal 10 Euro. Ja. Wenn jetzt jemand sagt, komm, ich habe nicht viel Geld, aber ich spende da auch mal was. Ne? Wofür wir jetzt die Reklame machen, dass nämlich nun eine solche Sammlung bald wieder ins Haus steht. Momentan läuft die gerade. Ja, und die AWO-Kasse nimmt gern Geld entgegen und ist gut aufgehoben und vor allen Dingen, es bleibt auch im Land und der Ortsverein bekommt auch hier einen Teil davon ab. Wir haben ja gesagt schon, dass du eng mit deinem Mann da verbandelt bist bei der AWO und da gibt es nie Irritationen untereinander. Ihr kommt immer gut miteinander aus in der gemeinsamen Arbeit. Jein. Es gibt natürlich schon viele Reibereien, das muss ich sagen. Ich habe meine eigenen Vorstellungen, ob das jetzt der Seniorennachmittag ist oder gerade auch mit Stadtranderholung. Und Roland hat öfters mal eine ganz andere Meinung. Und da gibt es dann schon ein bisschen Zoff, aber bisher konnten wir uns immer zu einem Kompromiss durchdringen. Und dann, wenn wir das haben, den Kompromiss, dann unterstützt man sich auch gegenseitig. Das muss ich sagen. Ja. Ja. Also dann unterstützt mich der Roland, obwohl es der Seniorennachmittag oder dann die Stadtranderholung ist, egal wie, und auch umgekehrt. Also das, jetzt wollen wir doch noch kurz eingehen auf etwas, was dich sehr in Anspruch nimmt und auch, wo du dich sehr engagierst. Das ist die Betreuungsarbeit in unserer AWO-Einrichtung im Seniorenzentrum am Haag. Kannst du uns da etwas berichten, was da für Betreuungsarbeit von dir und deiner Gruppe geleistet wird? Als das Seniorenheim 2005 eröffnet wurde, habe ich eigentlich gesagt, etwas durch meine Mutter dann natürlich geprägt, durch meine Eltern, Schwiegereltern. Ja. Mensch, das könnte ich machen, da steige ich jetzt ein. Und dann habe ich mit einer Freundin zusammen wirklich diese Beschäftigungsarbeit aufgebaut. Das heißt, wir machen Gedächtnistraining, es werden Spiele gemacht, Gymnastik. Inzwischen arbeiten viele dort, einige Beschäftigungsleute. Und es wird ein sehr reichhaltiges Beschäftigungsangebot angeboten. Ich selber bin immer noch zuständig auch für die Organisation zum Besuch der Duderer und der Parole. Da sind wir immer eingeladen für die Generalprobe. Katholische, evangelische Gottesdienste sind regelmäßig, wo ich dann mit den Pfarrern in Kontakt bin, findet es dann statt oder wie, was und wo. Aber jede Woche habt ihr an einem Tag, einem bestimmten Tag, ein Programm für diese Senioren? Nein, jeden Tag. Jeden Tag findet Programm statt. Wir haben Leute, die sind 8 Stunden aktiv, also eingestellt, die sind hauptamtlich jetzt eingestellt. Wir haben mit verkürztem Deputat und jeden Tag wird alles angeboten. Also ich verstehe es richtig. Es gibt hauptamtlich Beschäftigte, die diese Beschäftigung durchführen. Und es gibt eben euch, das sind die ehrenamtlich Tätigen, die dann auch an einem Tag dann arbeiten. Ehrenamtlich bin nur ich. Ne? Du bist die AI. Ja. Die anderen sind alle eingestellt. Ja. Und ich habe mich jetzt etwas mehr zurückgezogen von dem Ganzen, weil mir es halt einfach insgesamt ein bisschen zu viel wird. Aber meinen Bereich mache ich immer noch. Ich mache auch die Pressearbeit.
Also das ist also nicht nur das vom Heim, sondern auch von der Senta oder vom Jakob-Giese-Haus, wenn halt irgendwo eine Aktion ist, dass ich da einen Artikel schreibe. Das lese ich auch immer in der Zeitung, wo immer Sonne drunter steht. So he. Genau. Also, zum Schluss wollen wir noch eine Sache angehen, das ist die Stadtranderholung. Meine Kinder waren ja auch, oder zwei von meinen drei Söhnen waren auch bei der Stadtranderholung dabei. Und du bist sowas wie die Küchenmutter sozusagen dieser Stadtranderholung. Das ist eine besondere Aufgabe. Solche Kinder, die ja sehr anspruchsvoll sind beim Essen und nicht alles essen, da zurechtzukommen. Kannst du uns da was sagen dazu? Bei der Anmeldung? Nee, nicht bei der Anmeldung. Doch, bei der Anmeldung sage ich schon, wenn jemand Allergien hat oder Unverträglichkeiten und so weiter, sollen die das ankreuzen auf der Anmeldung. Aber beim Informationselternabend frage ich immer, gibt es bestimmte Sachen, die ihr Kind nicht isst? Und da kommt dann schon einiges. Die Eltern staunen, wenn ihr Kind heimkommt und sagt, was es gegessen hat. Dann kommt die Mutter am nächsten Tag. Kann das sein, dass mein Kind Salat gegessen hat? Noch nie im Leben hat mein Kind Salat gegessen. Aber das ist die Masse, die Menge. Das ist irgendwie, jeder holt sich Salat, wird zum Beispiel als Buffet aufgebaut. Die holen sich Salat und dann hole ich mir halt auch Salat. Also hier wird manches gegessen, was daheim nicht gegessen wird. Weil es gemeinsam ist, genau. Weil man gemeinsam isst und dann ist es ein ganz anderes Verhältnis. Wir frühstücken, also die frühstücken zusammen, Mittagessen zusammen und einen kleinen Snack Zwischenmahlzeit, bevor sie wieder dann heimgehen. Und zwischendurch machen wir grundsätzlich Gemüse, Obst, mundgerechte Form, wo sie vorbeilaufen und sich was nehmen können. Also wie gesund ist es. Diese Stadtranderholung findet ja seit einigen Jahren in und um die Wartbachhalle statt. Und da braucht man ja ein Küchenteam. Da brauchst du ja einige Leute. Allein kann man also nun so eine Kinderschar, das sind ja meist 80 Kinder, die da daran teilnehmen, ja, nicht bewältigen. Wie macht ihr das? Ich hatte jetzt jahrelang, bis Corona eben kam, ein festes Team. Wir haben reibungslos zusammengearbeitet. Das ist jetzt auseinandergefallen. Die haben sich zum Teil Arbeit gesucht gehabt in der Zwischenzeit. Das heißt, momentan stehe ich noch alleine da, habe jetzt eine Frau gefunden, die bei mir im Seniorennachmittag mithilft, die bereit ist. Aber ich würde ganz gern jetzt mal durchsagen, sollte jemand bereit sein zu helfen, kann er sich gerne bei mir melden. Mir ist schon geholfen, wenn jemand sagt, ich kann nur eine Woche helfen oder ich kann zwei Tage in der Woche helfen. Insgesamt geht es 3 Wochen. Also bitte, wenn jemand sagt, oh, das könnte ich mir vorstellen, meldet euch bei mir. Also, den Aufruf geben wir natürlich gerne weiter, denn diese Einrichtung ist was ganz Tolles und für die Kinder eine ganz tolle Sache, wenn sie sonst eben nicht wegkommen können mit den Eltern, ist das ja eine sehr schöne Freizeitbeschäftigung. Ja, man muss ja sehen, dass die Eltern keine 6 Wochen Urlaub haben. Ja, ja. Ja. 3 Wochen lang, ja, eine sehr lange Zeit, wo die Kinder sinnvoll natürlich beschäftigt sind. Bevor wir jetzt aber zu unseren Schlussfragen kommen, noch eine kleine Bemerkung. Du bist ja vorgeschlagen worden hier. Und da wurde gesagt, ihr müsst endlich mal eine sozial engagierte Frau, die so viel Tolles tut, in euren Podcast holen. Haben wir dann auch getan. Und als ich angesprochen habe, da hast du doch sehr geziert. Und es war dir peinlich, dass man um dich Aufhebens macht. Warum hast du da solche Hemmungen? Ich habe keine Hemmungen, was ich mache, sondern einfach sage ich mir, es gibt hier in Waghäuseln wahnsinnig viele Frauen und Männer, die sich stark ehrenamtlich engagieren und die vielleicht sogar mehr machen als ich und die vielleicht eher hier sitzen sollten, um über ihre Arbeit zu berichten. Und ich denke da gerade mal, alles, was mit Flüchtlingshilfe zu tun hat, zum Beispiel schon beim Kosovo-Krieg damals, was da alles an Flüchtlinge kam, wie viele Leute sich da engagiert haben und heute immer noch. Ich denke einfach, die wären es vielleicht mehr wert gewesen, da mal über ihre Arbeit zu berichten. Aber ich habe dann doch zugesagt, weil ich dann für mich gedacht habe, vielleicht kann ich den einen oder anderen, ob Frau oder Mann, motivieren, sich ehrenamtlich zu engagieren. Egal, ob in einem Verein oder eben
ob das Flüchtlingshilfe oder sonst wo ist, oder bei uns in der ABO. Es ist also nicht nur Last, sondern es ist auch natürlich Freude, wenn man sich so wie du sozial engagiert. Kann man das so sagen? Ja, ja. Also ich bin mit allem, bei allem mit sehr mit Herzblut dabei, wobei ich natürlich mein Alter inzwischen merke und nicht mehr alles einfach so wegstecke. Das muss ich dazu sagen. Also ich bin schon kaputt, gerade mit 3 Wochen Stadtranderholung, die zehren an den Nerven. Umso dringender rufen wir auf, beizuspringen und Sonja bei dieser Aufgabe bei der Stadtranderholung zu helfen. Bevor wir jetzt aber zum Schluss kommen, unsere beiden Abschlussfragen, nämlich: Was ist dein Lieblingsplatz in Waghäusel? Wo gehst du besonders gerne hin? Der Wald. Allgemein der Wald. Und was machst du da im Wald? Spazieren gehen. Also für mich ist neben Nordsee am Wasser spazieren gehen das Schönste. Zum Beispiel im Wald, ob das im Wald ist oder am Wald entlang, ob das im Frühling ist, im Sommer, im Herbst oder auch im Winter, wenn Schnee gefallen ist, spazieren zu gehen. Ich kann da unheimlich gut entspannen. Gut. Und die letzte Frage ist, wie siehst du und wo siehst du unsere Stadt, die Entwicklung unserer Stadt in 10 Jahren? Ich denke einfach, es hat sich so viel verändert in der Zwischenzeit oder in der letzten Zeit, dass man einfach mal zuerst dran denken muss, wie, ich hoffe, dass Frieden irgendwann wieder ist. Das ist für mich das Wichtigste. Mhm. Und ich hoffe halt, dass die Stadt Waghäusel eine gute Verwaltung hat, Schulentwicklung vielleicht etwas vorangetrieben wird. Das wäre mir wichtig. Jetzt haben wir es gerade mit der Stadtverwaltung gehabt, der dir alles Gute wünscht. Die Stadtverwaltung grüßt dich hier mit einer Eremitagetasse, dankt auch, wie wir dir auch danken, für dein Kommen. Wir hatten ein sehr interessantes Gespräch und vielleicht könnten wir durch dich andere zum sozialen Tun anspornen. Herzlichen Dank, liebe Sonja, dass du bei uns warst. Und ich sage danke für die Tasse. Dankeschön. Wunderbar. Also für mich, nehme mit aus der Sendung, Sonja Herberger, sehr, sehr bescheiden. Und wenn ich jetzt rückblickend sehe, wie viele Berührungspunkte wir eigentlich haben. Also wir fangen mal ganz kurz an. Stadtranderholung war ich auch als kleiner Junge, damals noch draußen am Fernsehturm. Ja, genau, ein Pinzerschnauzer. Ja. Genau, die Kinder bei uns, definitiv. Das war dann schon Wagbachhalle. Mein Papa, Tagespflege, hier Grüße, Papa, in Wiesenthal, total begeistert. Aber wir nutzen das gerne als Aufruf natürlich auch, wie du auch zu Recht sagst. Es gibt so viele, die Ehrenamtliches tun. Also es sind alle willkommen, erzählen. Und nur dann können wir durch die Begeisterung vielleicht auch andere dazu gewinnen. Ganz liebe Grüße geht jetzt noch raus an die Frau Meier. Das war nämlich die Tippgeberin. Und genauso Sachen brauchen wir. 17. bis 21. Mai, das Festival Zuckerwag und Häusel. Ab 12 Uhr Foodtrucks und tolle Bands aus der Region. Am Abend Beatrice Egli, Götz Alsmann, Hubert von Geusern, Schandmaul und Goran Bregovic. Per Bus und Bahn kostenlos mit dem Kombi-Ticket. Tickets z-w-h.de. Viel Vergnügen wünscht die neue Welle. Also allen einen schönen Abend, eine gute Nacht, einen guten Morgen, auch wann immer die Sendung hört, und bis zum nächsten Mal. Das war Waghäusel Talk, der Podcast. Vielen Dank, dass ihr dabei wart. Anregungen, Lob oder auch Kritik gerne an studio@waghäusel-talk.de. Redaktion: Steffen Hoffner, Jürgen Vogel, Andreas Bohnstedt. Produktion: Steffen Hoffner, Space Media GmbH.